Okay, weil es hier in der Bude gefühlte 1000 Grad sind, mache ich das Ganze mit offenem Fenster. Also bitte entschuldigt, wenn es ein paar Nebengeräusche gibt. Ich möchte heute mal ein wenig über Game of Thrones sprechen, oder um genauer zu sein, über die Magie in Game of Thrones. Diejenigen von euch, die die Serie schon ein bisschen gesehen haben oder die Bücher gelesen haben, wissen, dass es eine ganz besondere Art von Waffe gibt in Game of Thrones. Valyrian Steel. Ja, das. Valyrischer Stahl ist, wie der Name schon sagt, Stahl aus dem Valyrischen Imperium. In diesen Stahl sind verschiedene Zauber eingewoben, er wurde mit Drachenfeuer geschmiedet, also unheimlich magisch, unheimlich tolles Zeug. Außerdem gibt es natürlich noch die Rote Priesterschaft, die den Lord of Light anbetet und zum Beispiel ihre Schwerter anzünden kann. Aber diese Waffen haben alle ein klitzekleines Problem. Vergleicht man sie mal mit, was weiß ich, sagen wir Pathfinder, sieht das Ganze sehr ernüchternd aus. Beispielsweise wären dann Schwerter aus valyrischem Stahl oder aus gefallenen Sternen sowie Dornen plus 1 oder plus 2 Schwerter. Oder man könnte einen ähnlichen Effekt erzeugen mit einem Stufe 1 Zauber. Was die brennenden Schwerter angeht, das wäre ein Stufe 2 Druidenzauber. Also was wir bei Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire sehen, ist, wir haben sehr wenig magische Elemente und diese Elemente sind im Verhältnis zu anderen Fantasy-Stories eher schwach. Aber das hat für die Welt an und für sich unheimlich viele Vorteile. Zum Beispiel ist jemand mit verhältnismäßig schwachen magischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein Warg oder die Warlocks oder zum Beispiel die Faceless Men, in dieser Low-Magic-Welt etwas unheimlich Seltenes und unheimlich Interessantes. Und dadurch, dass diese Elemente so selten auftauchen, haben sie einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb der Handlung und auch für die Charaktere. Es wird zum Beispiel in Westeros niemand auf die Idee kommen, ein magisches Schwert zu verkaufen. Und es würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich kann jetzt zwar zaubern, aber das Wahre ist das auch nicht, ich mach mal Multiclassing. Dadurch, dass Zauberei, magische Waffen und so weiter sehr, sehr selten auftauchen, haben sie einen sehr besonderen Stellenwert. Und das macht diese Welt und diese Magie zu etwas ganz Besonderem. Das wär's auch schon mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie üblich bitte ich euch, wenn ihr irgendwelche Kritiken, Ideen oder Anmerkungen zu Videolänge, Intro und bla habt, das in die Kommentare zu schreiben, auch wenn ihr in die Kommentare schreibt. Hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffe, bei euch ist es nicht so eklig heiß wie hier. Ich hoffe auch, die Hintergrundgeräusche waren nicht zu störend und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, guckt euch wieder die beiden unten verlinkten Kanäle an. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und gutes Schaffen.